Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Tooie. In der letzten Folge waren wir als Schneeball unterwegs, haben Humba Wumba geärgert, zahlreiche Personen, okay, zwei, wiederbelebt und schauen mal, was wir heute tun können. Ich glaube, dieser furchtbare Kommentarstil von mir wird sich jetzt die gesamte Aufnahmesession, die ich hier gerade mache, durchziehen. Es tut mir jetzt schon mal leid. Aber egal, ich habe ja noch genug zu tun. Ich konzentriere mich einfach auf das Gameplay. Lalalala, ich laufe jetzt hier runter, laufe jetzt hier durch und ich sehe gar nichts. Was? Wo bin ich? Ach, da. Ist das richtig? Ich glaube ja. Irgendwie ist mir gerade... Meine Kniekehle ist ganz taub. Ist das normal? Habe ich jetzt Super Aids? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. So. Wir tauen jetzt diesen Saubermann ein. Wir tauen ihn ein, genau. Nein, wir tauen ihn auf. Das war, glaube ich, eine bessere Idee. Ich glaube, das ist so ziemlich eins der einzigen Stellen, wo wir Kazubis Feuerhauchkraft brauchen. Danach, glaube ich, nie wieder. Das heißt, wir können dann Kazubi wieder in einen normalen Vogel verwandeln, was ich sehr befürworten würde. Wozu gibt es jetzt hier eigentlich nochmal die Trennplatten? Ach, wir müssen doch bestimmt die Babys dann, die Aliens, zu dem Papa bringen. Weil dieses faule Sau sie nicht selbst abholt. Na gut, damit komme ich klar. Oh mein Gott. Leck des Todes. Erstmal schnell einen Speicher reinhauen. So. So, alter Herr. Reicht das? Oh, das ist schon viel besser. Es war mir eine Ehre. Diese lange, die tiefere Phase hat mich müde gemacht. Ein Tee und ein Nickerchen wären jetzt genau das Richtige. Könntest du mir möglicherweise noch einmal behilflich sein? Natürlich. Klingt nach einem Job für dich, Banjo. Kannst du mich zu meinem Zelt tragen? Es ist auf der Vulkanseite des Bergs, falls es nicht schon abgebrannt ist. Ja, direkt am Eingang. Jetzt läuft er nicht mal von selbst hin. So eine faule Sau. Na gut. Dann übernehmen wir mir das. Wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Darum die Trennplatte hier. Vielleicht müssen wir die Aliens doch nicht tragen, sondern nur den faulen alten Sack. Na gut. Regro! Los geht's, Banjo. Alte Menschentransport, das kannst du gut. So. So, rein mit dir, alter Mann. Und zack. Ich mag aber die Musik von der Feuerseite lieber. Auch wenn mir irgendwie die Eisseite generell irgendwie sympathischer ist. Vielleicht, weil mich hier nicht ganz so viel umbringen möchte. Ich mag es nicht, von allem umgebracht zu werden. Das ist so unangenehm, wisst ihr? Okay. So. Vulkanseite, untere Seite. Ja, komm, nehmen wir die. Dann kriegen wir hoffentlich unser Puzzle. Vielleicht das zweite oder dritte? Ich glaube, vielleicht sogar schon das dritte. Wenn nicht sogar schon das vierte. Ich weiß es gerade gar nicht. Wir gucken mal, wie viele haben wir denn in dieser wunderbaren Welt schon gesammelt. Unser fünftes schon. Krass. Mensch. Ach, die Musik ist so toll. Ich war fast in die Lava gefallen. So. Bitteschön. Ah, mein Zelt, meine Ausrüstung. Es ist alles noch so, wie ich es vor all den Jahren verlassen habe. Ist wahrscheinlich sowieso wertlos. Mein Schatz ist auch noch da. Du darfst ihn haben, mein werter Herr. Es ist ein goldenes Puzzlestück, ohne Wert für mich. Ich gehe in Rente. Sehr schön. Na, pass auf jetzt hier. Oh, das bin ich, wenn ich von der Arbeit komme. Schnarsch! Bären und ihre eigenen Abenteurer. Pah! Süß. Ja, das bin ich, wenn ich von der Arbeit komme. Immer diese Bären und ihre eigenen Abenteuer. Pah! So. Okay. Haben wir das auch erledigt?
muss auf jeden Fall auch nochmal ein Steinballturnier hier gewinnen auf der Feuerseite, das weiß ich. Mir fällt gerade nicht ein, was es jetzt sonst noch zu erledigen gibt. Ich gehe erstmal wieder zurück zur Eisseite und kümmere mich hier um die Aliens. Und ich werde vielleicht auch hier mal den Eisbahnhof finden, irgendwie, keine Ahnung. Schauen wir mal. Was hat es jetzt hier mit auf sich? Ist das jetzt hier irgendwie für die Faulen, die hier nicht vorbeihangeln wollen? Ich habe keine Ahnung. Da. Jo, was geht? Krieg ich das jetzt erst kaputt? Ach, jetzt geht das kaputt. Danke, Erdling. Ach, der läuft von alleine. Süß. Und hat ein Jinjo-Blüschtier. Voll niedlich. Hätte ich auch gerne. Hab ich aber nicht. Das macht mich traurig. Aber ich habe mir... Ich glaube, wenn die Folge hier kommt, habe ich es vielleicht sogar schon. Müsste ich es sogar schon haben. Man kann ein Banjo-Kazooie-Plüschtier bestellen. Gibt einfach mal irgendwie Banjo-Kazooie-Plüsch bei Amazon ein. Habe ich mir vorbestellt. Super geil. Das bekommt einen Ehrenplatz in meiner Wohnung. So, hier ist der zweite. Was hat es? Keine Ahnung. Versuch doch eine Schnabel zur Mundwiederbelebung. Niemals. Das ist ein Job für einen professionellen Facharzt. Wir müssen wieder zum Mumbo. Wie fies. Okay, das heißt, wir müssen uns wieder zurückverwandeln. Ich habe das Gefühl, ich übersteuere sehr oft. Das ist gar nicht mal so gut. Ich hätte vielleicht nicht so lauter machen. Das ist nicht gut für die Aufnahme. Mumbo, wir brauchen dich. Deswegen vielleicht auch die Querverbindung, weil wir so viel hin und her laufen müssen. Huiuiuiuiui. Oh ne, wir müssen nicht drauf. Hier, Mumbo, bitte helfen. Yep, Mumbo, wir brauchen deine Hilfe noch einmal. I'm so sorry. Er freut sich. Oh yes. Ach ja. So, jetzt müssen wir wieder irgendwie hier hochkraxeln mit Mumbo. Mumbo kriegt wieder, ist nicht geschissen, hier irgendwo mal ordentlich hochzuklettern, glaube ich, oder? Wie war denn das? Ich muss... War die Platte nicht da oben? Warum kann ich die Platte da oben nicht sehen? Das verunsichert mich ein bisschen. Ah, ich kann da einfach hoch. So. Oh, ist jetzt hier eine Platte oder nicht? Weil gerade habe ich da keine gesehen. Das wäre jetzt sehr ärgerlich, wenn da... Da ist sie. Ah, gut. Das ist quasi eine Einwegplatte. Die kann man noch von einer Seite sehen. So. Ekom Bokum. Hoffentlich es funktionieren. Lebenskraft für das Alienkind. Danke! Nicht alle Erdlinge hirnlos! Wie er läuft. Aber da hat ein Jinjo-Plüschtier, den mag ich mehr. Bong. I love it. So, schauen wir mal. Verweilen wir uns zurück. Pumpa kackt uns ja zum Glück nicht mehr an. Der hat bereits unsere Anwesenheit akzeptiert. Wäre lustig, wenn er auf einmal aufsteht und uns angreifen würde. Das wäre witzig. Mumbo, aus Becken gehen! Du magst mich doch. Ihre Brüste sind schon ganz schön extrem. Aber dass sie sich so anguckt. Uiuiuiui. Also da haben dann die Spielentwickler etwas tief in die Trickkiste gegriffen. Fast so schlimm wie bei mir. Lol. Nein. Ganz so schlimm sehe ich auch nicht aus. Okay. Dann holen wir uns mal das letzte Alienkind. Ich glaube, das müssen wir eventuell auch tragen wieder. Mit der Taxitasche von Banjo. Oh. Ich mag die Geräusche, die Mumbo macht. Oh. Ach ja, das Spiel hat zu viel Charme. Oh. Okay. Hab ich das Kind gerne gemacht.
fand ich toll. So, dabei halt eben dann so mit Handfläche vor dem Mund so draufschlagen. Das hat immer so lustige Geräusche gemacht. Halt so. Fand ich super witzig. So, wo spielt jemand? Oh, dieses Chinjo-Plüschtier. Ich möchte es haben. Es ist einfach so toll. Es sieht so scheiße aus, aber ich will es trotzdem. Okay. Okay, der letzte kleine Racker ist, glaube ich, hier oben. Wo zum Glück nicht unweit eine Trennplatte weg entfernt ist. Whatever. Ich überlege, wie wir hinkommen. Wo war denn das? Da oben? Nee, wo war denn das Baby? Wo war das Baby? Wo war das Baby? Ich habe keine Ahnung, wo das Baby war. Auf irgendeiner erhöhten Palatteforme. Wer wegrennt. Okay, genug Spaß. Stirb. So, was machen wir das jetzt hier? Oder wir müssen uns mit Kazui draufsetzen. War das hier? Nee, jetzt hab ich noch da drüber. Wie kommen wir denn da hin? Vielleicht mit Kazui da hoch und dann vielleicht auf das Kind draufsetzen, um es zu wärmen? Ich habe keine Ahnung, was die perversen Spielentwickler sich schon wieder ausgedacht haben für Perversitäten. Ich probier's einfach mal. Ich kann mich schon so mit Kazui halt so krass rüberkleiden lassen. Das war doch eine Option. Wir probieren's einfach mal. Mit den Plopschuhen hoch und dann schauen wir uns alles weitere an. Wo war denn jetzt hier nochmal die Wand? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das war, glaube ich, so ein bisschen der falsche Weg. Wo muss ich denn nochmal? Wo muss ich denn nochmal lang? Muss ich da hoch? Ich muss sagen, rechts hält jetzt eh nicht mehr. Ach, da hoch. Okay, nee, hell. Da komme ich auch von unten lang. Doch, da. Warum habe ich das nicht gesehen? Bin ich doof? Dann probieren wir das gleich nochmal. Manchmal bin ich einfach ein bisschen doof. Wie komme ich denn nochmal an diesen blöden Jinjo ran? Spielt mir ein, als fette Schneekugel wäre das gegangen, weil ich schon so schwer bin. Aber anscheinend war das ein Trugschluss. Vielleicht kann ich einfach mit dem Plopschuh an die Wand hochlaufen. Ist ja vielleicht auch eine Option. Egal. So, schauen wir mal, was es hier Schönes gibt. Kazui, rutscht man nicht so. Gucken wir mal. Ich sehe rein gar nichts. Es geht ja schon mal super los. Ich muss näher an den Abgrund. Wow. Jetzt werde ich hier ins kalte Wasser geschmissen. Na gut, dann probieren wir es halt so. So, du kleiner Lümmel, was möchtest du denn? Was ist dein Problem? Cool, ein Alien-Baby. Hey, schau mich nicht an, Kleines. So kalt, Mami, Papi. Ich nicht mag kalten Erdlingsplaneten. Ich glaube, wir müssen uns draufsetzen und brüten, um uns aufzuwärmen. Ich probier's mal. Ja, das ist sogar richtig. Super, mir jetzt schön warm. Zeit heimzugehen. You're welcome. Gut gemacht, Erdling. Doch ich muss euch schon alle auslöschen, weil du viel zu lange gebraucht hast. Was? Kinder, habt ihr irgendwo meinen Laser gesehen? Ach, er ist bestimmt auf dem Schiff. Eure Rasse soll dieses Mal verschont bleiben, Erdlinge. Tritt zurück! Beam-Sequenz ist initialisiert! Ach ja. So. Oh, aber ein Puzzle haben sie trotzdem noch übrig gelassen für uns. Dankeschön! Aliens, die mich umbringen wollen. Und whatever, wo geht's eigentlich da nochmal hin? Wo geht es dahin?
vielleicht zum Bahnhof? Ich weiß es nicht, ich sehe gar nichts. Ach! Oh! Okay. Was bringt das? Ich verstehe diesen, ich nenne es mal Shortcut nicht so ganz, aber okay, cool. Danke, Spiel. So. Dann schnabuliere ich mir mal ganz frech das Puzzle, weil ich es nicht erwarten kann. Sehr schön. Die Frage ist, wo können wir denn jetzt hier noch hin auf der Eisseite? Ich finde, die Eisseite ist irgendwie im Gegensatz zur Feuerseite doch recht übersichtlich. Auch wenn gleich ich nicht weiß, wo hier der Bahnhof war. Ups. Hier gibt es noch ein, zwei Geheimnisse, die ich auf jeden Fall noch lüften muss. Am besten, wir sehen uns mal ein bisschen um. Das könnte helfen. So, wir gehen erstmal zu Banjo, dass wir wieder complete sind. Doch. So. Frage ist, das können. Ach ja, der Schrumpfsack. Der Schrumpfsack. Den habe ich ja ganz vergessen. Das müssen wir auch noch machen. Da trennen wir uns erstmal wieder. Sorry, Kazumi, wir müssen noch mal kurz getrennt sein. So, lauf, lauf, lauf. Dong. Komm ich hier mit Banjo hoch? Wir waren zwar hier oben schon mal, aber ich hab's schon noch vergessen. Ja, es hat geklappt. Perfekt. So. Dann holen wir uns jetzt ein Puzzle aus... Nein, falscher Move. Ein Puzzle von, ihr wisst schon, dieser andere Level da. Wie heißt denn der nochmal? Grundis GmbH, genau. Grundis Industry. Ach, ihr wisst schon. Da. Da, dann. Da, dann. Nice. Haben wir ja auch mal ein Puzzle, oder? Coole Sache, das. Aber wirklich viel bringt uns das trotzdem nichts. Das ist jetzt kein Geheimnis, was wir jetzt von den Steinhagegipfeln gelöst haben. Oh, ich war zur Redakteur gebracht. Okay. Was können wir auf der Eisseite noch machen? Ich guck mal hier so ein bisschen so. Alles, was das Licht berührt. Yeah. Hier müsste jetzt soweit erstmal nichts mehr sein, glaube ich. Okay. Da unten in den Höhlen haben wir schon alles abgekrast. Da oben waren wir auch schon. Da sind wir auch schon hochgekraxelt. Ja, das ist, da waren wir auch schon. Da sind wir als Schneebatzen, glaube ich, rüber. Genau. Ich versuche halt eine Übersicht irgendwie zu kriegen. Geht's denn hier noch wohl lang? Ich glaube, ich sehe gerade sehr offensichtliche Dinge, die sehr offensichtlich sind. Wir gucken einfach mal. Ich krieg das hier schon hin. Wo war denn der... Verdammt nochmal, der Bahnhof hier. Ich meine, die Welt wirkt wirklich nicht sehr groß. Ich muss gerade überlegen. Wir kommen von hier, schätze ich, ne? Und da können wir noch mit den Plopschuhen hoch. Haben wir das eigentlich schon mal gemacht? Da hoch mit den Plopschuhen gehen, da kommen wir zwar auf die Vulkanseite, was ich eigentlich gerade weniger möchte, aber es wäre doch eine Option, da auch mal zu schauen. Wir gucken einfach mal. Machen wir in der nächsten Folge. Weil es wieder heißt, you made let's play Banjo-Tooie. Und dann werden wir den Eisbahnhof der Eisseite mal finden. Bei dem ich gerade nicht weiß, wo er ist, weil ich stumm bin. Bis zum nächsten Mal. Ciao.